Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Songbird Symphony. In der letzten Folge haben wir dem Kikerikaise seinen Thron gebracht und dann haben uns fiese, böse Elstern den Weg abgesperrt. Aber wir sind dann trotzdem wieder zur Eule gegangen, die hat uns gesagt, yo, geh mal wieder in den Fahrstuhl, dann kannst du jetzt irgendwo anders hin. Zum Beispiel zur Höhle, genau, wir müssen zur Höhle. Ich habe keinen Sound, wo ist mein Sound hin? Da ist mein Sound hin. So, jetzt sind wir in der Höhle. Was haben wir hier? Sind das komische Fledermäuse, die da gerade vergessene Höhle nach oben gedünnelt sind? Alter, eine Qualle! Hallo! Willst du mein Freund sein? Seid ihr Freunde? Okay, die tun euch gar nichts. Die sehen zwar böse aus, aber die wollen einen nur streicheln oder umarmen oder was auch immer die machen wollen. La 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 la. Oh! Ihr bitte, wer ist da unten? Hallo? Kasua? Bist du das? Ist Kasua etwa eine Fledermaus? Nun, hier läuft nichts. Keine Musik. Da, da ist Eckbert. Hallo Eckbert. Danke, dass du mich runtergeschmissen hast. Ich liebe dich. Ach du Kacke, geht das hier weit runter? Hallo, oh, ich au, 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 das tat weh. Eckbert, was soll das? Puh. Eckbert, was machst du denn hier? Mann. Ach, du willst mir helfen? War deine anderen Freunde doch nicht so nett, oder was? Du hast bereits mich als Freund und willst an meiner Seite bleiben. Oh, das ist aber lieb von dir. Wieso hast du mir bei den Elstern nicht geholfen? Naja, danke. Dann mal los, ne? Hätte er mir auch bei den Elstern helfen können, der Blödmann. Aber nein, da hab ich alleine rumlaufen lassen. So, wir sind in den Kristallgang. Ich bin gerade. Ich hab keinen Sound. Ah, ich glaube, es ist einfach das Ding der Höhle, dass hier kein Sound ist. Guck, selbst wenn ich hier Musiknoten mache, kommt einfach nichts. Aber sicher, dass das so ist? Vielleicht kann der uns ja was sagen. Hallo. Willkommen in Tiefwurzel. Wie Bärs sind gerade sehr beschäftigt. Entschuldige also, wenn wir dich links liegen lassen. Okay, Bärs, dir leben die Bärs. Kannst du mir mal sagen, warum hier kein Sound ist? Hä? Was machst du für ein Gesicht? Was? Du bist neulich Elstern begegnet. Ich verstehe, Kopf hoch, Kleider. Sie machen jeden das Leben schwer, dass ein Name nicht mit Elster anfängt. Zum Glück kommen sie selten hier runter. Aber warum ist hier keine Musik? Kann mich mal irgendjemand aufklären? Wieso sind hier so viele Leute? Ich hab's, was im Fernsehen? Auf der Fahndungsliste! Beweg dich mit Bedacht, Kleider, ich hab ein Auge auf dich. Aber die. Kann mir irgendjemand mal erzählen, was hier los ist? Ah! Oh, ist mein Kleider. Entschuldige. Neulich habe ich in meinen Träumen ein eindringliches, trauriges Lied gehört. Ich bekomme die Melodie einfach nicht aus meinem Kopf. Der Schlafwandel macht mich irre. Okay, also die schürfen hier Kristalle ab oder so. Gibt eine Eule, die jeder kennt und diese Eule ist ganz toll. Okay. Die wollen mir alle nicht sagen, was hier los ist. Muss abbauen. Vor langer Zeit kamen die Vögel aus der ganzen Wald in diese Höhlen, um die wundervollen Singvögel zu sehen. So herrlich. Eines Tages kamen die Singvögel einfach nicht mehr. Bla bla bla. Ach, was das für Kristalle sind? Naja, was denkst du denn? Ist eine Bestellung. Und jetzt laber nicht weiter rum. Okay. Die sind alle doof hier. Die wollen mir alle nichts sagen. Ohne Witz, ich müsste doch hier aber zumindest meinen eigenen Kram hören, oder? Ich glaube, mein Spiel ist halt kaputt. Wusstest du das? In dieser Höhle hielten wir den Schwarm ab. Die größte, großartige Zeremonie von allen. Ah, gute alte Zeiten. Ich kann mir halt vorstellen, weil hier so viele Fledermäuse sind, dass... Aber hier, es wackelt halt auch irgendwas in meinem Hintergrund, wisst ihr? Deswegen denke ich, hier müssten eigentlich auch Musik sein. Ich gehe hier. Ist kaputt. Ah, okay, es war tatsächlich was kaputt. Wusste ich doch. Okay, mein Spiel war kaputt. Machst du mich gar nicht. Ich bin sehr beschäftigt. Ich weiß, ich glaube, ich muss gar nicht mit den allen reden. Die Quallen machen Geräusche, wenn man sie berührt. Glaube ich. Vielleicht war das auch einfach nur die... Nee, die machen doch keine Geräusche. Das war einfach nur die Lampe da. Okay, da oben ist Lava und so ein Scheiß. Nee, Reset? Ah, Rätsel-Action. Okay, runter. Mehr kann man damit ja gar nicht machen. Wir schieben die einfach alle erstmal runter. Okay, also hier unten muss auf jeden Fall einer rauf. Da können wir halt auch Eckbert draufsetzen, ne? Ich glaube, Eckbert brauchen wir auf jeden Fall. Gut, also wir haben drei Knöpfe. Auf einen können wir selber... Ach nee, auf einen können wir nicht... Doch, wir können auf einen selber rauf. Auf einen kommt Eckbert. Und auf einen so eine Kiste. So, schieben wir den da runter. Der drückt den Knopf. Hier kann Eckbert stehen bleiben. Ich weiß den Befehl zwar nicht mehr, aber... Ja. Nee, doch nicht. So, okay, Eckbert bleibt jetzt da. Ist auch komisch, dass das nicht nochmal angezeigt wird, wie dieser Befehl überhaupt ging. Und ich stelle mich hier rauf und jetzt... Bam, 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 bam. Mal schicken wir das nach oben mit dem Dude, mit dem ich noch überhaupt nicht gesprochen habe, aber passt schon. Tschüss, gute Reise da oben. Eckbert, komm wieder mit. So, na? Hurra, du hast den Aufzug repariert. Was, warum? Warum hält er auf dem halben Weg an? Ach, komm schon. Okay, ah, der will also ganz nach oben. Das ist die Aufgabe hier. Da unten ist noch irgendwas. Brauchen wir dann eine neue Note? Ich glaube, von hier kommen wir da noch nicht ran. Müssen wir weiter gucken. Was gibt's denn sonst noch? Hier ist noch so ein Ding. Nee, nee. Man drückt nach links und der geht einfach nach rechts. La, la. Okay.
interessant. Hoch, links, rechts. Das war voll falsch gesagt, aber egal, wir haben den Fehler bekommen. Wuhu. Mir gefällt der Sound hier, die machen so riecht nach mexikanischem Essen. Wem gehört diese Feder? Oh, so viele Wege, wo man mal lang gehen kann. Okay. La la, la la. Okay, das geht auf. Ist das so gut? Will ich da runter? Ich hoffe, das ist nur eine Abkürzung. Eventuell. Das sieht wie eine Abkürzung aus. Okay, schön. Dann haben wir eine Abkürzung freigemacht. Und gehen jetzt zu dem Geheule hier hin. Alter, da hinten im Hintergrund. What? Das ist einfach so ein Monster oder so. Das sind zwei Füße. Okay, und der singt wahrscheinlich auch. Okay, das macht mir jetzt ein bisschen Angst, dass hier so riesige Dinger sind. Oh mein Gott. Lalö. Okay, krasse Falle, Leute. Richtig krasse Falle. Und wie macht das jetzt Geräusche? Wieso habe ich da eine Note für bekommen? Man weiß es nicht. Oh, hier ist sogar ein Haus oder sowas. Da ist ein Apfel. Und diesen Apfel kann man bestimmt den Fledermäusen geben. Fledermäuse mögen Äpfel, oder? Zeigen. Ach, da ist er. Der Singvogel. Unter dem Licht der himmlischen Meister liegen die Reste der alten Legende. Ihre Lieder bleiben als warnende Geister. Die Singvögel sind vor Tragödien ohne Ende. Oh, was ist hier unten? Alter, die kriegen wir sogar auf. Wie gut sind wir denn? Warum? Ich verstehe nicht warum, aber wir haben sie aufbekommen. Hi, habe ich dich befreit? Wow, der Widerhall dieser Kristalle ist so klar. Das ist magisch. Die labern immer nur alle Bullshit. Ich bin mir nicht mehr... Okay, das hat einfach Geist gebracht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich... Kann der jetzt da runterfallen? Nö. Wofür ist dieser Apfel? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit den allen reden will. Das ist mir nämlich in der letzten Folge aufgefallen. Da habe ich ja mit richtig vielen geredet. Also bei dem Kiri-Kaiser. Und die haben alle nur Schwachsinn erzählt. Ich habe da auch einiges von weggeschnitten, muss ich sagen. Ich glaube, das werde ich hier auch tun. Wir bekommen die B-Note hier, siehste. Schön die B-Note holen, okay. Wer will hier überhaupt irgendwas von uns? Das ist halt die Sache. Hier können wir noch zwei große Noten reinpacken. Das mit diesen Notendingern hier habe ich noch nicht so ganz verstanden, welche Noten da genau rein sollen oder so. Langsam müssen wir da aber auch mal da sein. Hier ruft halt schon jemand voll laut. Oh, ein großer Pfau oder was das ist. Ein Singvogel halt. Hallo, was ist los? Oh, du hast mich erschreckt. Schleich dich nicht so an mich ran. Oh nein, ich wollte dich nicht erschrecken. Bitte hör auf zu weinen. Und bring mir die B-Note bei. Wir alle suchen einen Ort, an den wir ganz und gar hingehören. Das ist das erste Lied. Das ist das erste Lied, das habe ich doch erkannt und habe trotzdem schlecht gesungen. Das ist ein wunderbares Lied. Wo hast du das gelernt? Oh, ich hörte es, als ich noch ein Ei war. Geht's dir besser? Sorry, ich kann nicht anders. Ich dachte, du wolltest dich auch über mich lustig machen. Über dich lustig machen? Weinst du deshalb? Ja. Neuerdings höre ich immer jemanden über mich lachen. Gackert mich aus den Schatten an. Und wenn ich mich umdrehe, höre ich nur ein raschelnde Feder und sehe niemanden. Oh, das ist ja schrecklich. Okay. Wir sehen uns mal um. Bestimmt ein böser Clown. Wir finden den, der einen Spaß mit dir treibt. Kopf hoch, okay? Oh, vielen Dank. Ich bin Cassie. Wie heißt du? Ich bin Burp und das ist mein Kumpel Eckbert. Gut, Burp und Eckbert, seid bitte vorsichtig. Ich glaube, das Lachen kam von oben Richtung Osten. Vielleicht findet ihr was, wenn ihr den Aufwind hinter mir nutzt und weiter nach rechts geht. Möge die Musik eure Schwingen tragen. Okay, danke. Hui. Der hat ein ganz komisches Fell. Nennt man das Fell? Gefieder. Ganz komisches Gefieder hat der Freund. So, wir haben aber eine neue irgendwas bekommen. Ich bin mir nicht sicher, was. Ich habe Cassie getroffen. Sie sagt, dass sie von irgendwem schikaniert wird. Sie hat so viel Angst, dass sie nicht in der Stimmung ist zu singen. Ich sollte den Schuldigen suchen. Scheinbar kam er von Osten. Okay, auf geht's. Warte. Gibt's hier unten vielleicht noch irgendwas Cooles? Aber von hier wäre ich auch dahin gekommen. Aber hier sind auch Aufwinde. Dann nehmen wir die doch. Wir nehmen den krassen Weg, weil wir ein krasser Burp sind. Dann noch weiter hoch. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Ori and the Blind Forest. Da gab es auch so eine Stelle, wo man so einen Aufwind benutzen musste und dann ganz oben auf einem Berg drauf war. War auch ein sehr schönes Spiel. Wenn ich es noch nicht gespielt habe, spielt das. Ori and the Blind Forest, bestes Game ever. Party! Wir sind hier im Partygebiet. Zeit für Party! Wie der einfach einen Monokel trinkt. Puh. Endlich ist meine Schicht vorbei. Jetzt ist Zeit zum Feiern. Woo, Party, Party. Das sieht ja hier auch aus wie ein Casino. Ich habe endlich genug Vogelfutter gespart, um diesen Ort zu besuchen. Geil, Vogelfutter ist hier die Währung der Begierde. Schon wieder ein Rätsel. Also man kann sich zurücksetzen auf jeden Fall. Ne, ne, ne. Bin der Beste.
So, den nach unten. Den hier eigentlich auch nach unten. Dann sind die alle auf einer Ebene. Der muss auf jeden Fall nach oben hier. So, dann müssen wir das Ding ja wohl auf jeden Fall runterschieben. Oder wir nehmen es einfach mit. Ist doch easy. Jetzt schieben wir den hier rüber und mit dem fahren wir jetzt nach oben. Jo, jo, glitschst du bitte nicht durch das Ding durch. Und ich hoffe jetzt, er macht einfach die Dinger da kaputt. Ja, okay, sehr schön. Da haben wir sogar eine Note für bekommen. Geil. Mir fällt gerade auf, dass wir nicht alle Noten gefunden haben im letzten Gebiet. Und die wollen auch gar nicht mit uns sprechen hier. Der ist zu krass für uns. Hallo. Hast du schon bei Blackjack probiert? Im Vergleich zu Baccarat gewinnt man da relativ leicht, das stimmt. Aber wir wollen hier ja... Lol. Wir wollen hier ja keine Spielsucht. Lol. Fördern. Okay, ich habe die Befürchtung, wir müssen hier mit den Luftballons einmal nach oben. Ja, großer Ballon. Eine Feder. Und sogar noch eine Note bekommen. Mega nice. Da ist wieder der Kiri Kaiser im Hintergrund, habt ihr gesehen? Und die Eule, alle sind sie da. Eine kurze kleine Feder, schüchtern einen aber irgendwie ganz schön ein. Wem gehört diese Feder? Guck mal, da hinten ist Peer und sie wird gesucht und der Kiri Kaiser ist auch da. Und ich bin gelost. Nee, Peer sagt, ich bin gelost. Ah, hier der, was? Leute sind, der Specht wird vermisst, der Kiri Kaiser ist da, dem gehört das hier bestimmt. Peer sucht uns, die Eule dreht ihren Kopf und die Elsa wird auch gesucht. Hallo. Party? Halt, zeig mir deine Karte. Karte? Was für eine Karte? Veralber mich nicht, Kleiner. Keine Karte, keine Party. So sind die Regeln. Was? Ich will auf die Party. Wieso sehen die alle gleich aus? Ich bin Burp. Der Burp, ja. Der Burp. Du hast richtig gehört. Ich bin der Burp. Tja, die wollen hier alle Party machen. Wo kriege ich denn jetzt eine... Ich will eine Karte. Hi, hast du eine Karte? Was macht hier so ein Knöpf wie du? Ich suche nach ein paar lächelnden Vögeln. An einem Ort wie diesen könnte das jeder sein. Gewinne die Lotterie und kehre lachend wie ein irrer Vogel nach Hause zurück. Viel Glück. Glück. Okay, also Lotterie. Hi, bist du der Lotterie-Dude? Hey Kleiner, Lust auf eine Party? Gibt keinen besseren Ort. Ha, 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 ha. Okay. Gehen wir doch einfach mal auf die untere Party und gewinnen in der Lotterie. Eventuell dürfen wir dann auf die Party. Hallöchen, singt ihr mit mir? Lass uns singen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, was ist los, Kumpel? Du bist ganz schön kauzig heute. Hey Leute, Langbein ist seit einer guten Weile ruhig. Wer ist dran mit runtergehen? Geh mal und schau, was los ist. Ah, die machen das. Das sind die bösen Leutchens hier, die drei. Die nennen ihn einfach Langbein. Halt! Oh, du ein kleines Küken. Was ist los, Kleiner? Irgendwas verloren? Ihr seid dort runtergeflogen und habt Cassie ausgelacht, oder? Cassie? Meinst du Langbein? Du hast mit ihr gesprochen? Ja, hab ich. Und sie mag es nicht, wenn ihr runterkommt und sie auslacht. Hey Kleiner, mach mal locker und heule hier nicht so rum. Hört auf, ich mach keine Scherze. Ihr seid Fieslinge. Fieslinge wie? Und was willst du dagegen tun? Ich werde singen! Wie so ein Baumschüler. Singen? Ja, singen. Ich mach euch fertig mit meinem Gesang. Du bist ein lustiger Knirps. Mal sehen, wie du dich anstellst. Ich mag deinen Pfiff. Du hast diesen Mumm. Hast dich fest im Griff. Niemand kann dir krumm. Mach mal locker, Mann. Sei doch nicht so dumm. Mach mit beim Kuckuck und herum. Okay. Wann muss ich drücken? Hä? Okay, ich hab gar nicht gerafft, wann ich drücken muss. Da oben ist so ein Ding. Jetzt lass doch mal den Langbein in Ruhe. Er mag es nicht, wenn ihr ihn auslachen tut. Und ich brauch seine Note, damit ich weiterkomm. Scheiße. Wow, Kleiner, du kannst echt singen. Aber wir Kukarubas handhaben die Dinge ja anders. Ich werde dir alles darüber erzählen. Bist du am Boden und miest drauf? Nicht so wild, geht bald wieder auf. Stress dich nicht mit diesen Sachen. Einfach lachen, lachen, lachen. Wirst du mal überwältigt. Atme durch, sei nicht einfältig. So schwer sind sie nicht, die Sachen. Einfach lachen, lachen, lachen. Oh Gott, doppelte Noten. Okay, ich lache so vor mich hin und ihr seid doof. Ich lache und ihr seid doof. Und jetzt lasst den Langbein bitte in Ruhe.
Was ist das hier? Ich will auf die Party. So langsam mag ich euch sehr gerne. Lasst uns ganz viel Spaß haben, yeah. Ihr lacht? Wir lachen. Kleiner, das mit dem Lachen ist die beste Medizin, ist nicht nur ein Spruch. Hast du Angst, fühlst dich nervös, keine Panik, nichts ist monströs. Lass dich nicht zum Psycho machen, einfach lachen, lachen, lachen. Bist du sauer oder siehst du rot? Sag dich locker und bleib im Lot. Heiße Luft, es war für Drachen, einfach lachen, lachen, lachen. Ach so, einfach lachen, einfach lachen, yeah, yeah. Lachen ist die beste Medizin. Einfach lachen, einfach lachen, einfach lachen, yeah! Muss schon sagen, machst mich platt. Keiner Vogel, du wirst nicht satt. Du hast Talent und nicht zu knapp und wir lachen, lachen, lachen. Das war so ein bisschen Dschungelbuchmäßig, oder? Probier's mal mit Gemütlichkeit. Du halt mit Lachen. Probier's mal mit Lachen. Weißt du was, Kleiner, du bist in Ordnung. Aber du solltest wirklich vorsichtiger sein. Vorsichtiger? Ja, hast du gar keine Angst vor Langbein? Cassie? Angst? Warum? Ja, sieh nur an, sie ist riesig. Du weißt nicht, zu was ein Vogel dieser Größe fähig ist. Wir observieren sie jeden Tag und ich bekomme einfach eine Gänsehaut. Ich kann nur Davos lachen, wenn ich diesen riesigen, kraftvollen Bein sehe. Du lachst? Wir sind Kookaburras. Was ist das für... Ist das wirklich... Warte. Ist das wirklich eine Vogelart? Kookaburra. Eine Jägerlieste. Mit L-I-E-S-T-E. Die Jägerlieste, englisch Kookaburra, bildet eine Gattung der Vögel innerhalb der Familie der Eisvögel. Noch nie gehört. Aber anscheinend haben die so einen blauen Schnabel. Höchst interessant. Ja, coole Vögel. Das ist unsere Art. Sind wir fröhlich, lachen wir. Sind wir traurig, lachen wir. Selbst wenn wir Angst haben, lachen wir. Oh, du hast also nicht über sie gelacht. Machst du Witze? Ich hänge am Leben. Oh, also ist nur alles ein Missverständnis. Sie fühlt sich elend wegen euch. Sie denkt, dass ihr runterkommt, um sie auszulachen und zu verspotten. Oh, oh je. Keine Sorge, Cassie will niemandem ein Leid eintun. Sie ist nur scheu. Ihr solltet sie das nächste Mal ganz normal besuchen und es ihr erklären. Wir werden es machen, aber wir werden sie definitiv nicht mehr mit unserem Lachen belästigen. Wunderbar, ich überbringe ihr die gute Nachricht. Bis bald. Ich habe die Schuldigen gefunden. Es waren die Kookaburras. Ich sollte zurück zu Cassie gehen und sie es wissen lassen. Deren Lied war trotzdem komisch. Ich muss das nochmal machen, weil ich mal wieder kein S bekommen habe. Nein! Warum? Ach man, so knapp vor dem S. Es langt einfach nicht. Dieses Lied ist zu schwer, Leute. Das mache ich irgendwann anders. Gut, das Lied an sich finde ich richtig geil. Weil das auch so ein bisschen... Ja, dieser... Ist das dieses Rock'n'Roll, dieses 80er Rock'n'Roll-Ding? Ich glaube schon, keine Ahnung. 70er, 60er, keine Ahnung. Auf jeden Fall mag ich das. Ich mag diesen Sound und so. Besser als Akkrieg, aber gerade nicht hin. Ich würde dann mal sagen, was ist mit dieser Folge? In der nächsten Folge lernen wir dann hoffentlich die B-Note. B-Note! Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.